Sie sind Vetras Boss. Woher kennen Sie Vetra? Sind Sie einer Ihrer Kontakte? Könnte man sagen. Ich habe früher im Lager der Nexus gearbeitet. Richten Sie ihr aus, dass ich die Regulatoren zur Seite gelegt habe, die sie wollte. Ich hätte sie schon früher geschickt, aber ich war mit dem Umzug beschäftigt. Was haben Sie während des Aufstands gemacht? Oh, ich war dabei. Hab mich in einem der Lagerräume eingeschlossen. Totales Chaos. Muss seltsam für Sie sein, die Exilanten wiederzusehen. Tan versucht's mit aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nach meiner Erfahrung hat das noch nie funktioniert. Sie sind also der Ausrüstungsoffizier? So lautet mein offizieller Titel, ja. Aber ich erledige auch alles andere, was so anfällt. Schrubben, kochen, was immer ich tun kann, um zu helfen. Das ist nett von Ihnen. Es hält mich beschäftigt. Ich habe auf dem Mars den Bohrer bedient, bis ich mir die Hand ruiniert habe. Ich hatte Glück, dass ich sie nicht verloren habe. Aber die Nerven sind nie richtig verheilt. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Wir haben das Notwendigste. Aber Sloan hält uns an der kurzen Leine. Verbannte überprüfen jede Lieferung, die rein und raus geht. Als würde sich der Scharlatan in einer unserer Kisten verstecken. Man sieht sich, Drew. Kämpfen Sie weiterhin für das gute, Pathfinder. So, das kann natürlich sein, dass da noch irgendwas später mal kommen wird mit dem Scharlatan. Aber für den Moment zumindest scheint da ja Ruhe zu sein. So, hier drüben, da waren wir noch nicht. Na, bleibst am Stein hängen. Vielleicht finden wir ja auch noch jemanden. Wollen wir mal Mittagessen holen? Ist das die Kantine oder wie? Es gibt irgendwie keine richtige Kantine oder sowas, habe ich das Gefühl, ne? Sollte man ja meinen, wenn in so einer Arbeitsgruppe immer sitzt, dass es dann irgendeinen Gemeinschaftsraum zum Essen gibt. Aber naja. Sieht das nicht schick aus? Also ich muss sagen, dieses hellblaue Wasser, das ist schon echt nice. Doch, doch. Also, Pathfinder. Ich finde den Planeten nicht so schlecht, eigentlich. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel diesen Eisplaneten. So, du siehst doch aus. Ja, das dachte ich mir. Christmas. Zeig dich mal. Siehst jetzt nicht unbedingt aus wie Weihnachten, muss ich sagen. Höchstens wie ziemlich trashiges Weihnachten. Blaue Haare, blauer Bart? Naja, wem's gefällt. Na, wenn das nicht der Pathfinder ist. Willkommen im Außenposten Diteon. Christmas Tate vom Minenunternehmen 7. Zu Ihren Diensten. Christmas? Ist das ein Spitzname? Leider nicht. Meine alte Dame, Holiday Tate, hatte einen merkwürdigen Sinn für Humor. Dafür kriegt man damit sicher jedes Gespräch in Gang. Wie läuft's hier? Es wurde niemand von hinten erschossen. Also besser als erwartet. Glauben Sie etwa nicht, dass Sloan ihren Teil des Deals erfüllt? Als Chefin der Nexus-Sicherheit war sie auch schon nicht gerade verlässlich, oder? Aber ich kann mich nicht beschweren. Ihre Leute haben den Außenposten gut gesichert. Und der Handel boomt. Na, das klingt doch super. Solange die Credits fließen, sind die Leute zufrieden. Trotz unserer Komplexität sind wir eben doch simple Kreaturen. Haben Sie sonst noch was zu melden? Naja, da ist dieser Kult. Ein Kult? Im Ernst? Sie sind harmlos, aber das, was Sie verehren, beunruhigt mich ein wenig. Es ist irgendeine riesige Maschine. Sie nennen sie Alter Abhäuter. Vielleicht steckt gar nichts dahinter, aber ihr Anführer Bishop ist losgezogen, um Tribut zu zollen. Und nicht mehr zurückgekehrt. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich kümmere mich darum. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das weiß ich zu schätzen. So, Alter Abhäuter finde ich auch sehr interessant. Klingt nach einer ganz ausgezeichneten Maschine. Sie sehen aus, als wären Sie schon ganz schön rumgekommen. Sie wollen also sagen, dass ich alt bin? Das habe ich nicht. Hey, ich bin 61 und habe mich mit meinem Alter arrangiert.
Ich bin der älteste Anführer eines Außenpostens, aber auch der härteste. Ich bin nicht nach Andromeda gekommen, um zu sterben. Im Gegenteil. Deteion. Interessanter Name. Bedeutet er irgendwas? Das ist ein Insiderwitz der Kompanie. Deteion war eigentlich nur der provisorische Name für unseren Außenposten. Er ist eine Kurzfassung von Diensttätigkeit ohne Nahverkehrsanschluss. What the fuck? Machen Ihnen die Exilanten irgendwelchen Ärger? Wir haben sogar einige aufgenommen, die weder zu den Verbanden noch zum Kollektiv gehörten. Der Aufstand war eine üble Sache. Viele ganz normale Leute wurden darin verwickelt. Ich bin froh, dass wir ihnen eine zweite Chance geben können. Sie sagten, Sie gehören zum Minenunternehmen 7? Die besten E-Zero-Bergarbeiter auf dem Mars, bis das Zeug abgebaut war. Und jetzt setzen Sie Ihre Fähigkeiten auf Kadera ein? Sie haben das Wasser trinkbar gemacht, aber im Fels ist immer noch jede Menge Schwefel. Der Direktor will daraus Dünger machen. Carter kann Ihnen mehr dazu sagen, aber schleichen Sie sich nicht an sie an. Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. So. Der alte Abhäuter, eine neue Mission. Juhu. So, aber erstmal werden wir jetzt noch den Empfänger aufstellen, natürlich. Das hat Priorität. Jetzt hatte Christmas ja eigentlich noch... Ach, es ist noch aktiviert, okay. Jetzt hatte Christmas ja eigentlich noch erwähnt, dass wir mit irgendjemandem noch reden sollen, wenn es um den Schwefelabbau geht, aber... Wo? Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Wichtiger ist, dass wir irgendwie den Sender da hochkriegen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal kurz zu unserem Nomad zurück. Nomad! 6 redlich und geheimnisvoll. Keine Ahnung. So. Richtung. Bravo. Ab geht's. Stimmt, es gab einen Boost. Ich hab ganz vergessen. Ich kann durch Wasser fahren. Das ist interessant. So, dann müssen wir uns jetzt mal irgendwie anschauen, wie es hier hochgeht. Vielleicht hier drüben, warte mal, hier geht's doch zumindest schon mal in Richtung Bergkamm hoch. Oh ja, warte mal, hier könnte man doch... Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wie ging das denn? Ah ja, Drohne starten, genau. Ah ja, ich erinnere mich. So, und erstmal den Bergmodus, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es hier 2 Modi gab für den Nomad. Hier geht's ja gleich wieder runter. Werfen Sie mal einen Blick darauf nach Kadera Port. Die Exilanten halten sich anscheinend für den König des Berges. Sie meinen wohl eher Königin des Berges. What? Hier? Ah, da oben ist eine Basis, könnte es sein. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch, um diesen Sender dahin zu setzen? Bin ich gerade an der völlig falschen Stelle, kann das sein? Die Gesetzlosen haben da drüben Tech aufgestellt. Wo denn? Da? Ja, das sollen sie ruhig, ne? Sollen sie ruhig. Aber ich glaube, wir müssen in die Richtung, weil da wir. Kommen sie. Na komm, lass uns mal mitschlachten, warum nicht? Da kann ich auch mal wieder ein bisschen üben, wie das ging. Granate! Bam! Ah ja, ich erinnere mich. Ah, sehr schön. So. Meine Lieblingstaktik: reinstürmen und den Sledgehammer auspacken. Es geht immer noch. Bam! Alles kein Problem. Da sind ja noch welche irgendwo. So, nächster Scharfschütze-Bett. Und einer müsste noch irgendwo sein.
Wo? Oh, ah, oh, wow. Alles klar. So, das sollte es doch jetzt sein, oder? Ja, jetzt sehe ich niemanden mehr. Upsa. Gibt es hier irgendwas für mich, was ich einsammeln könnte? Oder ist das hier einfach nur so for the lulz? Ich glaube, es ist einfach nur for the lulz. Gut, dann haben wir hier kurz klar Schiff gemacht und schwingen uns in den Nomad. Denn ich habe immer noch die hochheilige Mission, diesen Sender hier irgendwie anzubringen. Also mal gucken. Hier geht es ja zumindest schräg hoch. Das könnte ja schon mal erfolgversprechend sein. Was ist das denn? Ich glaube, das mache ich mit Sicherheitsabstand. Irock, ja, ja, ich erinnere mich. Gegner vor uns! Und pam! So, das lief ganz gut, würde ich sagen. Jux. Gab's gar nichts, was der hinterlässt? Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass ich vielleicht was Tolles bekomme, irgendwelche tollen Rohstoffe oder so, aber nö. Naja. Gut, Hauptsache der Typ ist weg. Der Irock. So, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwie hochkommen. Aber es sieht zumindest nach einem Weg aus, den man auch zu Fuß gehen könnte hier. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte ja nicht mit dem Nomad sein. Ah ja, 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 sehr schön. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie schaffen, in eine Richtung um den Felsen drumherum zu fahren. So, haben wir das noch hingekriegt. Der Nomad, der bevorzugt ist, drüber zu fahren über den Felsen. So, haben wir das doch endlich. Empfänger gesetzt. Sehr schön. Helios News Service, jetzt live auf Sendung. Ausgezeichnet. Dann können wir uns jetzt noch um das Kultproblem kümmern. Wir schauen mal ganz kurz ins Questlog. Logbuch. Da gab es auch irgendeinen Shortcut für, den weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr, muss ich zugeben. So, hier ist jetzt, ja, da geht es jetzt erstmal nicht weiter. Ich nehme an, wir müssen jetzt wieder bei Kadera gucken, genau. Der alte Abhäuter, der soll es jetzt sein. Bishop suchen. Karte mal zeigen. Da oben, okay. Aber da haben wir jetzt auch noch keinen Schnellreisepunkt, leider. Das ist natürlich schade. So wie es aussieht, bringt es mir jetzt auch nicht wirklich viel, hier rüber zu gehen. Dann bleiben wir einfach hier. Schwingen uns in den Nomad zurück. Das sind wir ja schon. Und, visieren mal die korrekte Richtung an. Ich werfe den Turbo ein. Ja, in den Felsen. In den Felsen, genau. So, dann müssen wir bloß schauen, dass wir hier irgendwie durchkommen zwischen den Bergmassiven. Absasa. Cora, dieses Talent, das Sie und Pibi besitzen. Biotik? Okay. Achten Sie auf alles, was mit den vergifteten Angara zu tun haben könnte. Was? Hier? Gibt's hier irgendwas für uns? Wir schauen mal kurz. Also, weil er gerade irgendwas gesagt hat mit vergifteter Angara. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass da mal was war. Vermutlich haben wir das aber einfach schon abgearbeitet. Datenpad, Evakuierungsmitteilung. Giftige Blabla. Kein Rückkehr. Doch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Ja, ja. Ich glaube, das ist schon erledigt, was wir hier haben. So. Gut. Dann weiter in diese jene Richtung. Ich überlege gerade, ob wir da drüben lang vielleicht besser kommen. Nee, komm, wir kämpfen jetzt hier. Berggang wieder rein, sonst stehen wir gleich drunter. Ja, hier geht's durch. Das sieht ausgezeichnet aus.
Da passen wir durch. Ich glaube, ich bin ja auch schon mal öfter lang gefahren. Ja, das ist doch diese Kolonie, die hier schon zerstört wurde, ne? Ich glaube, hier war mal eine Kolonie und die ist zerstört worden. Irgendwie so war das doch. Das kommt mir alles sehr bekannt vor hier, die Gegend. Okay, weiter nach Norden. Hier sind wir bisher noch gar nicht weiter gewesen, glaube ich. Weil es hier einfach noch nichts für uns zu holen gab bisher. Ja, raus. Und ein bisschen Speed rein. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich schön hier. Boxenstopp. Ich würde mir gerne kurz die Beine vertreten. Gute Idee. Anhalten, okay. Rausspringen, einmal im Kreis laufen und wieder einsteigen. Nein? Auch gut. So. Wie ging denn das? Ich erinnere mich, dass man irgendwie... Das war so ein Annäherungsdetektor da oben, das Symbol, ne? Kann das sein? Aber irgendwie ändert es sich nicht. Wir gehen mal... Ah, hier, die Richtung ist gut. Da! Da! Oh, Großer, richte deinen Blick auf mich. Nimm diesen Tribut an. Forme die Welt nach deinem... Moment! Oh, Großer, warte! Bischof, nehme ich an. Das sollten wir Christmas melden. Den Architekt... Du willst mich doch verarschen, oder? Nicht dein Ernst. Wie hat man die denn am besten, am effektivsten bekämpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Shit. Oh Gott. Nein. Ich weiß echt nicht mehr, wie man die bekämpft hat, die Dinger. So, wir sollten uns aber irgendwie Deckung suchen, glaube ich. Wir gehen nochmal zum Nomad zurück. Wir fahren mit dem Nomad in irgendeine Region, wo wir ein bisschen Deckung haben. Das ist mir sonst ein bisschen zu unsicher, muss ich sagen. Ich weiß echt nicht mehr, wie wir die bekämpft haben. Und da ist es mir lieber, wenn wir ein bisschen Deckung haben, damit ich nicht ganz so schnell faile, wisst ihr? So, drüben der Fels sieht zum Beispiel schon mal ganz nett aus. Eltern nicht noch mehr Kinder hatten? Oder füllt das Team diese Lücke? So wie früher ihre Das beschäftigt Jal, wa? Es ist eine andere Art von Verbundenheit als in einer Familie. Hier kann ich einfach gehen, egal wie es läuft. Ich weiß immer, dass ich die Möglichkeit dazu hätte. Und trotzdem bleiben sie. Wegen Komm mal zu mir, Dude. Wegen des Abenteuers. Muss ich da jetzt hinfahren, ja. Ich wollte ja eigentlich in Position gehen und dann ihn von da aus bekämpfen. Ah, da drüben gibt's aber auch schön Deckung. Nein, wirklich, Cora? Das ist ein Architekt? Gut, dass du es gesehen hast.